zusammen und willkommen zurück bei Beyond Two Souls. Wir haben gerade die Party, naja, mehr oder weniger überstanden. Sprich, wir haben einfach die Idioten da zerlegt. Das Ganze war ja, ein Schlag ins Wasser. Okay, jetzt sind wir wieder bei der Kleinen. Ich weiß nicht, wie ich dir sagen soll, Jody, also sag ich's dir einfach. Mama und ich wurden versetzt und müssen weg von der Basis. Wir würden dich gerne mitnehmen, aber wir glauben, alle hier glauben, dass es für dich besser ist, wenn du hier bleibst, bei Professor Dawkins. Naja. Glauben es wirklich alle? Natürlich besuchen wir dich so oft wie möglich. Und wenn es dir besser geht, dann kannst du auch wieder nach Hause kommen. Okay? Was so ist das Beste. Auf Wiedersehen. Und ganz verpiss dich. Du schaffst das, mein Schatz. Ich weiß, es ist schwierig. Aber bestimmt wird alles gut. Naja. Wir sollten gehen, Susi. Lass mir bitte eine Minute, Philipp. Das reicht. Los, komm. Toller Typ. Jody, wir sind hier. Wir sind immer für dich da. Allein. Das war jetzt aber kurz. Achso, da hätten wir sogar was machen können. Navajo. Gucken, was uns da jetzt erwartet. Ich mache jetzt an der Stelle natürlich noch keine Pause. Das wäre schon ein sehr kurzes Video gewesen. Ich bin total erledigt und durstig. Und ich habe keinen Schimmer von diesem verfluchten Ort, also sei mal nett und gönn mir eine Pause, okay? Da vorne ist ja was. Kannst du denn laufen? Nö. Da ist auch was. Kann man da rüber gehen? Nee. War klar. Aber schöne Gegend. Logisch, oder? Dass er keinen anhält. Okay. Es wird alles wieder gut. Ich bin mitten im Nirgendwo. Ich sterbe vor Durst. Und alles ist für den Arsch. Aber alles wird gut. Alles wird gut. Lass mich in Ruhe, Aiden.
da wollte ich ja vorhin schon hin. Ist okay, Aiden. Werd jetzt bloß nicht nervös. Kommen wir uns doch mal hier um, oder? Mit Viecher. Außenstrahlen von denen. Okay. Bevor wir zum Hauptgebäude gehen, gucken wir uns da die Stallung noch an. Oh, das Wasser. Der Hund. Ganz ruhig, Junge. Ich will halt auch nichts tun. Ja, die wollen also, dass ich tatsächlich zu dem Haus hier gehe. Na gut. Tut mir leid, wenn ich so reinplatze. Ich bin auf der Suche nach einem Platz für die Nacht und ich wollte Sie bitten. Du kannst hier nicht bleiben. Sorry. Bitte. Es wird wirklich kalt heute Nacht. Und ich weiß nicht, wo ich sonst hin soll. Und ich verspreche, ich bin weg bis zum Morgen. Ich hab doch gesagt, das geht nicht. Ach komm. Du solltest abhauen. Ja, ja. Ja, es war so. Akuri nao. Dobone, zarahe. Edin, ne? Tote, je. Kosnoast, ad. Bendako, doch kas. Ado, bendago, no, doch do. Ist okay. Du kannst hier schlafen. Komm rein. Wie heißt du denn? Jody. Ich bin Paul. Freut das sind meine Söhne, Corey und Jay. Meine Mutter, Shimasani. Wunder dich nicht, wenn sie dir nicht antwortet. Sie spricht seit Jahren nicht. Der Tisch ist gerade gedeckt. Willst du mit uns essen? Ja. Ja, danke. Wir sehen nicht viele Anhalter hier draußen. Na, wo geht's hin? Sind ehrlich. Ich ziehe einfach umher von Tag zu Tag. Ich schätze, wenn ich lang genug reise, dann finde ich vielleicht mein Ziel. Verstehe.
Bay? Ihr wohnt wirklich weit abgelegen hier. Meine Familie lebt hier seit Generationen. Ich bin hier geboren und werde hier auch sterben. Die Jungs sollten weggehen. Ich weiß, das ist nichts für sie hier. Aber sie hängen an ihrer Oma und mir, also. Fragen wir mal so. Ihr gehört zu den Navajo, richtig? Wir sind die Nee. Das heißt die Menschen auf Navajo. So nennen wir uns selbst. Okay. Das ist die erste Ranch in der Gegend seit Meilen. Es gab mal mehr von uns. Die meisten sind in die Stadt. Das Leben ist hart hier draußen. Es ist spät. Jay bringt dich in dein Zimmer. Gute Nacht. Interessant. Natürlich komme ich mit. Du bleibst in deinem Zimmer. Was immer du auch hörst. Was ich höre? Wie meinst du das? Wenn du am Leben hängst, verschließ die Tür und komm nicht raus bis zum Morgen. Ich weiß. Ich weiß, es ist wirklich seltsam hier. Keine Sorge. Morgen Abend sind wir längst weg von hier. Gute Nacht, Aiden. Gute Nacht. In deinem Zimmer. Was immer du auch hörst. Was denn da unten? Hallo? Sag mal. Alte. Gehst du vorwärts? Ich fass es nicht. Leck mich doch an die Füße, ey. Scheiße.
denn hier los? Alden, öffne irgendwie diese Tür. Okay, die verstecken sich einfach. Paul? Los, mach auf! Was zur Hölle ist hier los? Geh jetzt zurück in dein Zimmer, sofort! Bitte, Joel. Los, tu es einfach. Darf ich da durch? Ja. Und versteckt sich. Raus geht's nicht. Da ist die Tür nach draußen. Ach du Scheiße. Was machst du denn hier? Ich sagte, bleib im Zimmer! Was zur Hölle war das? Geh wieder ins Bett. Du kannst morgen gehen. Ja, das war dumm. Du sahst fertig aus. Jo. Die Jungs sollten dich nicht wecken. Danke, das war echt nötig. Willst du einen Kaffee? Oh, sehr gerne. Nichts? Okay. Ich bin dann mal weg.
Danke. Hier gibt's eine Menge Arbeit auf der Farm. Okay. Vielleicht willst du für ein paar Tage hier bleiben. Das ist doch ein Wort. Du kannst uns helfen. Ich kann nichts bezahlen, aber jetzt ein Dach über dem Kopf und Essen auf dem Tisch. Wie sieht's aus? Ja. Ja, wieso nicht? Hm, gut. Du findest Klamotten in Corys Zimmer. Wir sehen uns draußen. Einsatzbereit? Ich bin startklar. Die Schafe brauchen Wasser. Das kriegst du doch hin. Ja. Klar. Da soll's hin. Schaffen wir. So, du bleibst also eine Weile. Es scheint wohl so. Klasse. Ich meine, es ist gut, wenn jemand hilft. Oh. Holst du etwas Heu vom Heuboden? Ja. Ja, kann doch laufen. Mein Name ist Jody und ich werde eine Weile hier bleiben und arbeiten. Ich hoffe, das macht Ihnen nichts aus. Die ist ja wunderschön. Haben Sie die selbst gemacht? Ein sehr einseitiges Gespräch, ne? Hilf mir, Aiden. Ganz sachte, Aiden. Nur ein Ball, nicht den ganzen verdammten Heuhaufen. Kann keiner mitbekommen, ne? Hey, Jody! Lunch? Okay, ich mach das hier nur schnell fertig. Oh. Pack's irgendwo hin. Jo. Danke, Jody. Zeit zum Essen. Essen gibt's bei den Jungs, wenn du willst. Kommst du auch? Nachher. Ich hab hier noch zu tun. Okay, na dann. Gehen wir mal futtern. Setz dich doch. Danke. Thank you.
Fahren wir ein bisschen zu der Ranch. Ihr habt wirklich viel Arbeit auf der Ranch. Ja. Jay kümmert sich um die Pferde. Ich hab die Churros und mein Vater macht ziemlich den ganzen Rest. Hm. Dann gehen wir von oben nach unten durch, oder? Sind noch andere Navajo Ranches in der Nähe? Es gab mal um die 50 vor ein paar Jahren. Aber jetzt nur noch uns. Die anderen hatten Angst vor... Die anderen wollten stattdessen in die Stadt ziehen. Nicht jeder wohnt gerne hier draußen. Fragen wir mal bezüglich der Erscheinung, ja? Als ich bei der Tür war letzte Nacht, habe ich was gesehen. Ich bin mir sicher, da war jemand da draußen. Keine Ahnung, wovon du redest. War ja bestimmt ein Traum. Ganz sicher nicht. Da waren tote Schafe. Was ist denn da passiert? Der Sturm. Sie laufen aus dem Pferch und ersticken dann am Sand. Stellst du immer so viele Fragen? Nicht immer. Wenn ich eine Sache nicht kapiere, ja. Ja? Wie wär's, wenn ich dich mal was frage? Etwa, wo du herkommst, was du hier draußen willst. Wird dir nicht so gefallen, ha? Huh? Also behalte deinen Scheiß für dich und hör auf mit den blöden Fragen. Entschuldigt mich, ich muss arbeiten. Ach, der meint's nicht so. Er ist okay, wenn er sich abregt. Ja, bestimmt. Wenn. Tja, ich schätze, ich mache lieber weiter. Sonst dreht Bar durch. Wir sehen uns. Ja, wenn wir hier aneinander vorbeilaufen, bestimmt. Na toll, Jody. Mal sehen, was Jay macht. Blöder Sturkopf. Nie will er mit den anderen mit. Darf ich's mal probieren? Kennst du dich mit Pferden aus? Nein. Geh ruhig rein. Dein Name ist Ashki. Na dann. Hey, Ashki. Hab keine Angst, ich komme jetzt rüber zu dir, okay? Vorsichtig näher gehen. Was? Nicht, dass es uns frisst. Siehst du, Ashki? Gar nicht so übel, oder? Weiß ich nicht. Dann gib's zu. Du magst mich eigentlich, ja? Hey, Aiden. Wolltest du schon mal reiten gehen? Schau mal. Bring ihn auf die Koppel. In die Koppel. Dadurch. Wie hast du das gemacht? Wir stecken alle voller Rätsel. Ich hab dich wohl falsch eingeschätzt. Ja.
Wenn du dich duschen willst, schau mal hinter der Scheune. Eddie's first. Kein Problem für mich. Hinter der Scheune. Okay, dann gehen wir mal. Okay, rein. Und dann rannte der Typ weg und wisst ihr was? Er wurde nie wieder gesehen. Es ist Zeit fürs Bett. Was passiert hier? Warum verriegeln wir das ganze Haus? Geh einfach in dein Zimmer, Jody. Und komm nicht raus, egal was passiert. Erinnerst du dich an die Schafe? Ich will nicht, dass dir was zustößt. Gott, um Gottes Willen, Paul. Was geht hier vor sich? Jetzt geh in dein Zimmer. Du kannst gar nichts tun. Ja, bin ich mir nicht ganz so sicher. Nichts, aber da ist die Tür. Nicht.
Was seid ihr für komische Gestalten? Jodie! Jodie, ich sagte doch, bleib im Zimmer! Du könntest tot sein! Was ist hier los? Was war das für ein Ding? Du hättest auf mich hören sollen. Und im Zimmer bleiben. Jetzt sag mir die Wahrheit. Sag mir endlich, was hier los ist. Es ist Jeizo. Er will Blut. Nichts anderes interessiert ihn. Wir können nichts dagegen tun. Bei Geistern sind wir machtlos. Nee, böse Geister scheuen diese Welt. Wenn er hier ist, hat das einen Grund. Ja, ich würde sagen, wir machen an der Stelle. Oh, komm mal kurz, was hier passiert. Kennst du mich noch, Ashki? Wir sind Freunde, oder? Ich stelle jetzt meinen Fuß in den Steigbügel und komm hoch, okay? Ups. Okay. Ja, ich muss ja auch richtig okay, machen. Mein Fehler. Ich pass besser auf. Wie genau geht's jetzt hier vorwärts? Ungefähr so. Hey, was denkst du, Ashki? Wir sind ziemlich gut, hm? Dein Geheimnis muss mir das Pferd noch verraten. Hey, hör mal, ich reite raus und sehe nach den Churros. Willst du mitkommen? Sicher. Na dann los! Ja! Juhu. Ja, sein Vertrauen hat sie jetzt schon mal schon, ne? Die sind ja witzig. Hör zu, ich weiß, dass du nicht darüber sprechen willst. Aber ich muss wissen, was passiert ist letzte Nacht. Dein Vater kennt diesen Spuk. Der Geist kam nicht zum ersten Mal, richtig? Jeizo war schon immer hier. Er kommt in der Nacht und stiehlt Seelen. Die Alten haben gesagt, er ist ein Fluch. Das ist der Preis, den unser Stamm für dieses Land zahlt. Und trotz all dem wollte dein Vater nie von hier weggehen? Nein. Bei ihm zählt der Spuk einfach mit zu dem Land. Wie die Felsen und der Wüstensand, das wird nicht verschwinden, also muss man einfach damit leben. Jetzt will ich dir aber mal ein paar Fragen stellen. Oh. Was willst du wirklich hier draußen mitten in der Wüste? Sieht fast aus, als würdest du vor was wegrennen. Komm, wir nehmen die Wahrheit. Ich schätze, ich versuche zu vergessen. Nochmal neu anfangen. Am Ende bin ich auf der Flucht vor mir selbst. Du bist wie wir. Du hast auch ein dunkles Geheimnis, nicht wahr, Jodie? Mhm. Ich
Ich muss dir was beichten. Jetzt kommt's. Ich... Jay! Jay! Ich gehe in die Klisch. Oh, ist das er? Der Bärbarschak hat... Das war Pa. Kein Wasser auf der Ranch, muss was mit dem Brunnen sein. Ich sehe auf dem Rückweg vorbei. Ich kann nachschauen, wenn du willst. Ja, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich tue, was ich kann. Wo ist der Brunnen? Da drüben. Da ist eine Windmühle. Nicht zu verfehlen. Okay. Ich sehe dich dann auf der Ranch. Okay. Bis später. Nehmen wir mal den Hoppelgaloppel hier. Auf geht's. Deutlich, warum es nicht geht. Mal dazu. Thank you.
das? Crown. Sagen. Das wird jetzt echt zu lange hier. Wir machen jetzt an der Stelle Pause und sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut.